Wolverine erscheint als NFT auf der Vivi-App. Außerdem steht uns ein weiterer Lamborghini-NFT-Drop bevor. Und wir schauen uns auf jeden Fall den Omikurs nochmal an, sowie weitere interessante Daten über die Vivi-App. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Ja und ich muss mich entschuldigen, es gab wirklich die letzten Tage eigentlich gar kein Video und ich muss auch sagen, ich habe mich auch so ein bisschen davon zurückgezogen, immer daily Content zu machen, wenn es nicht wirklich etwas gibt und das war halt einfach der Fall. Dementsprechend kommen erst nach fünf Tagen kommt jetzt mal wieder ein Video, deswegen, dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, aber meiner Meinung nach war einfach nicht genug los, um wirklich ein Video darüber zu machen. Als kurze Ankündigung, es wird wahrscheinlich am Mittwoch oder am Donnerstag auch noch einen weiteren Collector Talk geben. Weitere Informationen werdet ihr dann auf Twitter bekommen. Äh, ansonsten natürlich hier werdet ihr es so auch auch auf YouTube sehen. Das aber auf jeden Fall als kurze Randbemerkung. Jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ins Video und starten tun wir mit dem ja wirklich coolsten Ding überhaupt, denn wir werden wahrscheinlich Wolverine als NFT auf der Vivi App schon bald bekommen. Denn Vivi hat hier nämlich ein Video veröffentlicht auf Twitter und das würde ich sagen, wir schauen wir uns mal ganz kurz einmal ohne Ton an. Und man sieht das jetzt auch schon gerade ganz gut hier. Ich habe es gerade mal angehalten. Wir haben hier diese drei. Züge durch und das ist sehr, sehr sinnbildlich für Wolverine mit diesen drei Klauen, die aus den Händen kommen und dementsprechend gehen sehr viele davon aus, mich eingeschlossen, dass es hier um Wolverine handelt. Kommen wir zum nächsten Drop und zwar nämlich von Lamborghini. Diese werden nämlich am 21. April um 17 Uhr deutscher Zeit einen weiteren NFT-Drop machen. Aber das Ganze war eigentlich für den 14. geplant, wurde jetzt aber verschoben und dementsprechend wird das Ganze hier am 21. um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Und was könnte das hier für Lamborghini sein? Jemand hat sich damit tatsächlich schon mal ein bisschen auseinandergesetzt und ich werde euch jetzt mal ganz kurz hier das eigentliche Bild zeigen und jetzt swappen wir einmal rüber. Zu dem anderen Kollegen und es sieht eigentlich ziemlich gleich aus hier. Dementsprechend, das wird sehr wahrscheinlich der Lamborghini Aventador SVJ sein aus dem Jahr 2022. Für mich persönlich sind die auf jeden Fall schon starke Ähnlichkeiten da. Ist ein bisschen aus einem anderen Winkel und ich bin natürlich auch sehr gespannt, was für Farben wir dann noch sehen werden. Da werde ich euch natürlich dann auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere News dazu haben. Kommen wir zum nächsten Comic-Drop und zwar nämlich von The Addiction 2. Wir haben hier das erste Comic. Auf der New York Comic Con bekommen als physisches und auch als digitales Comic. Und jetzt wird hier der zweite Drop stattfinden, schon am 10. April, das heißt in zwei Tagen um 17 Uhr deutscher Zeit am Mittwoch. Und wir werden hier insgesamt natürlich wie immer fünf Cover bekommen. Und ja, für mich persönlich ist das Ganze hier ehrlich gesagt nicht wirklich etwas. Die Cover sehen an sich schon ganz cool aus. Ja, aber im Endeffekt muss man ehrlicherweise sagen, ist das ziemlich viel Geschmackssache. Das Ganze wird hier einen Listenpreis von gerade mal 7 Gems haben. Haben, unter anderem eine Edition Auflage von 5.000 Stück und das Ganze wird hier der Digital Print sein. Es wird wohl anscheinend auch noch einen physischen Print geben. Wenn ihr euch den kaufen wollt, schaut auf jeden Fall auf deren Webseite gerne vorbei. Auf ZQ Studios. Ansonsten haben wir hier tatsächlich noch eine Besonderheit bei diesem Job, denn man kann hier wohl ein ganz besonderes Comic Craften. Zwar nicht die äh, Amanda Connor Vivi Cover Signature. Das wird auf jeden Fall interessant. Ähm, weitere Details werden auf jeden Fall noch bekannt gegeben hier. Von Vivi, das heißt abwarten und Tee trinken. Ich werde euch aber ähm, schnellstmöglich, sobald es hier irgendwelche Informationen gibt, auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Kommen wir zu den äh, Weekly Comic Drops von Vivi Comics und es sind dieses Mal auf jeden Fall wieder eine Menge, Menge Cover und auch Comics mit dabei, wie zum Beispiel Ultimate X-Men oder auch Spider-Wars. Auf jeden Fall viele interessante Comics hier. Insgesamt haben wir es dieses Mal mit 13 Comics hier zu tun und auch einige fortlaufende Comics, die wir jetzt bekommen werden, wie zum Beispiel Edge of Spider-Verse, Hashtag 3 und auch natürlich weitere. Und das sind auf jeden Fall die Comics, die wir diese Woche sehen werden. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, welche Comics ihr mitnehmt. Ansonsten schaut auf jeden Fall auch sehr gerne beim Chris Vivi Reisen vorbei. Der wird euch auf jeden Fall nochmal deutlich besser informieren können über diese Comics, welche davon besonders sind oder auch welche tatsächlich sehr viel interessanter sind als andere. Dementsprechend schaut auf jeden Fall sehr gerne bei ihm auf dem Kanal vorbei und ich glaube an seine Patreon-Leute. Gibt es tatsächlich noch mal ein paar extra News? Kommen wir noch zu ein paar weiteren Daten und zwar nämlich von Stacker und zwar nämlich auch der letzten Woche. Hier haben wir mal ein kurzes Recap. Insgesamt knapp 7000 Leute waren in der letzten Woche aktiv, wenn ungefähr 30.000 Transaktionen und über 825.000 US-Dollar sind an Transaktionen über den Markt geflossen sowie 240.000 US-Dollar, die im Vivi-Store ausgegeben wurden. Also auf jeden Fall schon eine Menge, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall noch weit entfernt davon, dass Sie wirklich von sehr, sehr guten Zahlen sprechen können. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall schön zu sehen, dass hier trotzdem weiterhin Bewegung auf dem Markt ist. Wo nicht so wirklich Bewegung drin ist, ist im Omi-Token, denn wir haben ja das Listing mit der Mexican Exchange jetzt bekommen. Dennoch hat es nicht wirklich dazu gereicht, dass wir den Token hier über diese grüne Linie, die ich eigentlich ins Wunsch hatte, dass wir diese brechen, brechen wird. Wir wurden hier abgelehnt und jetzt momentan sieht es tatsächlich eher danach aus, dass wir doch echt nochmal tiefere Level anlaufen, was ich persönlich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Es sieht aber tatsächlich danach aus. Der entscheidende Indikator für mich jetzt hier ist, ob wir zum Beispiel diese Level hier unten nochmal anlaufen, dass wir hier wirklich mit einer Closed Candle abschließen. Sollten wir das Ganze nicht tun, hier unter diesem orangenen Bereich, wäre immer noch die Möglichkeit, dass wir auf jeden Fall uns nach oben retten. Vielleicht hat es der eine oder andere auch gesehen. Wir hatten heute auf jeden Fall auch einen sehr, sehr guten Bitcoin-Pump und ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass wir so in den nächsten zwei Wochen beim Bitcoin auch eine große Rallye sehen und dementsprechend ist den Omitogen auch mit nach oben ziehen könnte. Kurzfristig könnte es aber noch mal auf jeden Fall runtergehen. Deswegen ich persönlich, ich investiere weiterhin hier kleine Amounts und selbst wenn das gegen nach oben geht, habe ich hier halt ein bisschen investiert und ansonsten, wenn das hier runterkommt, dann investiere ich halt noch mal, kein Problem. Aber ähm, das wäre tatsächlich mein letzter Stop. Und ähm, ansonsten, ich habe es schon in mehreren Videos gesagt, hier möchte ich auf gar keinen Fall eine Closed Candle im Weekly Chart sehen. Ansonsten könnte das nämlich tatsächlich ein echtes Problem werden, wenn wir hier eine Closed Candle im Weekly Chart sehen sollten. Ich werde euch aber natürlich hier auf dem Laufenden halten, was den gesamten Markt angeht und wie meine Einschätzung dazu ist. Das Ganze ist natürlich wie immer auch kein finanzieller Ratschlag. Das Ganze ist nur, was ich persönlich am Markt sehe und soll aber für euch daraus natürlich keine Handlungsempfehlung sein, das Ganze nachzumachen. Das Ganze mache ich so. Daran sollt ihr euch natürlich aber nicht nur orientieren. Schaut auf jeden Fall diversifiziert und trefft eure eigenen Entscheidungen. Und das war es jetzt auf jeden Fall auch schon wieder mit den wichtigsten News, die du da draußen wissen solltest. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.